Hammerwetter. Endlich Freibad. Freibadwetter. Ja, gleich einen Flachkörper machen. Nee, muss man gleich mal gucken, wo wir uns da hinlegen. Komm, hast du alles mit? Ja, hast du mit? Hast du auch die Strommatte von früher mit? Ja, ich hab die. Ich bin voll bepackt wie ein Esel, ey. Wir schneiden diese Freibad. Alex, bist du eingecremt? Ja, mega. Wo legen wir uns denn jetzt gleich hin, Leute? Wir gehen uns nachher einbauen. Hier, warte, stopp. Da hinten an dem Baum. Ist hier gut zum Leben, oder was? Genau hier. An der Mülltonne? Hier ist geil. Das ist direkt am Kinderbecken, du Affe. Du kannst dich doch nicht hier hin. Guck mal, da unten, da liegt die ganzen Senftüten von den Alten da. Ja, komm, da gehen wir noch ein kleines Stück weiter. Ja, hier wird der Baum. Da sind wir einmal wir, nur wir vier, und du willst dich hier bei den Kindern hinlegen. Ja, unter dem Baum liegt. Ach, scheiße, mit dem schlappen Falt hier. Ja, mein Gott, ey, kauf dir doch mal was Vernünftiges. Kauf dir Adiletten und nicht deine scheiß Marvel-Dinger hier. Ja, so jetzt. Hör mal auf, mit dem Ball rumzuspielen, wir wollen hier liegen, ja? Guck mal, da hinten spielen, da hinten, wo der Volleyball fällt. Leck mich aber. Wir haben noch nicht mal die Decken ausgebreitet. Das ist ja schon ein Stress. Weil hier wollt ihr euch hinlegen. Wenn deine Tochter hier nicht in der Nähe ist. Hier ist super. Ah, Alex, komm, was spricht denn jetzt schon wieder hier gegen? Ich weiß nicht, wir sind in der Nähe von einem Mülleimer, das ist immer mit Bienen und so. Ach, scheiße. Jetzt kommt der Mülleimer. Aber wir haben so viel Zeug mit, wenn wir nachher eine Fritten essen, dann müssen wir nicht so weit. Wir können doch hier ein Gegenfeuer legen, dann gehen die alle weg, die Wespen, weißt du? Ja, was sagen die anderen denn dazu, wenn hier auf einmal ein Feuer ist? Jetzt ist mir egal, was ihr sagt, die erste Decke liegt schon. Scheißegal. Hier bleiben wir. Badehose schon an. Schön. Okay. Schön. Jetzt sind wir. Oh, schön hier. Boah, ich bin lange nicht im Freibad gewesen. Habt ihr was zu trinken mit dir? Ja, guck mal, hier ist auch, da ist auch ein bisschen Schatten von dem Baum. Da brauchen wir ja nichts. Scheiß auf Trinken. Ich möchte ein Eis. Dennis, hast du die Kühlbox mitgebracht? Ich hab alles. Ich hab Gürkchen und Melone geschnitten noch. Nee. Eis mit. Hast du auch Eis mit? Alter, wir sind kaum im Freibad. Will denn Eis? Alter, geh mir nicht auf den Sack. Ja, das gehört zum Freibad. Lass uns erstmal ankommen. Ich hätte erstmal schwimmen. Ich hab nur Butterkekse mitgebracht. Was hast du? Butterkekse. Leibniz? Ja. Schmeckt auch gut im Eis. Mit den 32 Ecken. Aber die müssen wir nachschwimmen. Nur Ecken, 32 Zähne. Aber wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt einmal. Ich habe Tanto schon liegen. Ich gehe jetzt schon mal auf den Meterbrett. Nee, warte. Nein! Oh, meine Fresse. Geh noch nicht. Oh, der ist schon weg. Ja, ist doch ja. Du musst dich, Jung. Nee, warte. Ich hab die Sonnencreme für dich, Jung. Du bist kreidebleibend. Tom. Was ist denn? Warte noch eben, ich komm noch eben im Handy, ich will noch ein Video machen. Bin schon auf der Leiter. Alter, der geht ganz schön hoch. Hast du den Fetten da gesehen? Ist das Tom? Das Tom. Nee, das war ein dickes Kind. Das nee. Hab ich nur gefunden, geil. Ich hab ein 5-Meter-Brett. Ja, ich baue so lange deinen Scheiß hier auf und pack den so, aus. So, mein Handy ist parat, Zieh, Mann, zieh! Was soll ich machen? Arschbombe! Durchlaufen und rein damit! Achtung! Hey! Man guckt denn da aus der Hose raus? Ja. Ich spüre jetzt erstmal. Torben, was brauchst du für einen Lichtschutzfaktor? Ich bräuchte. Und war geil? Alter, warte, bevor du mich eincremst. Wer sagt denn, dass ich dich eincreme, Alter? Alter, das Video schicke ich dir jetzt gleich. Das sieht richtig geil aus. Ist geil geworden? Mega. Also, ich brauche Lichtschutz 30. Das gibt es jetzt zum Sprühen, aber du brauchst hier die dicke Creme hier. Nimm mal. Ja, nimm mal. Ich noch mal machen ja. Sonst, sonst krieg ich wieder Ärger von deiner Mutter. Danke. Ja. Tom, du gehörst zur Familie. Dicker. Kannst du mir einen Rücken eincremen, bitte? Apropos Creme, was ist mit Eis? Es gibt jetzt doch kein Eis. Hör mal, goldene Regel im Schwimmbad. Erst schwimmen, dann Pommes, dann Eis. Ja, und dann nicht schwimmen, weil halbe Stunde außerdem, warten, sonst kotzen. Ich hab hier schon mal auf den Bauch. Ich mach mal wieder. Ich hab hier extra in der. Nee, das Sprühzeug, das hilft bei mir nicht. Ich habe extra hier von Mama was Gurke und Melone essen, bitte. Habe ich hier Lichtschutzfaktor 30 als gute Creme. Ja, genau. Von 1997. Bleibt aber immer so eine Finger. Ja, komm, ist egal. Oh. Das ist ein bisschen eklig. Ja, das hat schon was pervers. Guck mal, die Alte da hinten, die guckt schon so komisch. Warte, da hinten ist. Hast du das Brett gesehen, Alex? Ja, so ist gut. So ein bisschen. Alex, guck mal, das Brett da hinten. Machen, ja. Ach, schön. Ah. Oh, jetzt fühle ich mich wohl. Ja. Ja, jetzt kann ich. So, jetzt habe ich die ganzen Finger voll der Sippe. Ja, geh doch schwimmen. Ja, dann, nee, du kannst dir ja eben die Hände waschen gehen und bringst mir einfach ein Eis mit. Lass erstmal hinflezen jetzt. Ja, egal, Eis. Alter, wir sind gerade hier, wir sind gerade 4 Minuten im Schwimmbad und du fängst mit einem fucking Eis an. Ja, das gehört doch dazu. Erstmal ja, und dann holst du mir ein Eis. Außerdem muss ich mal gucken, weil ich mit der zerrissenen Badehose jetzt mache. Oh, geil, Dennis hat einen Ball mitgebracht. Ist das der Todesstern? Das ist der Todesstern. Lass mal auf. Ein
Oh, Glück, scheiße. Ein Glück ist, dass der Todesstern und er hat nicht hier die komische Einhorn mitgebracht. Zum ja, Aufkommen. Blasen ist nicht seins, das weiß ich. Ist ja schon Stress so. Hier im Schwimmbad. Also mit vor 20 Jahren ging er besser. Wir wollen da hinten spielen. Ach, lass die doch. Tom, fang! Headshot. So, jetzt nochmal. Ich habe extra Melone und Gurke geschnitten. Wollt ihr ja. da jetzt mal was von? Ja, ich nehme ein sehr Eis. Gerne, sehr gerne. Ich ja um euch kümmern. Hier, bitte. Habe ich Tom, extra in Bio-Plastik. Darf ich von deinen Leibniz Butterkeksen welche haben? Ich mach die mal auf, ne? Warte mal. Ja, also, ne, vorm, komm mal gucken, wie die schmecken. Geil. Jetzt ist die Hälfte in den Senf gefallen auf dem Boden. Immer was für Senf? Hier ist noch ein bisschen Rest. Immer was snacken. Ja, danke. So. Ne, sind echt lecker, aber die. Echt. Ihr Rotzblank, ich hab euch gesagt, was für ein Stress hier jetzt ist an dem Ball. Pass auf, wir machen das jetzt so. Oh, die Kekse sind wie immer geil. Ja, ja. Mega. Ihr fresst ja schon, pass auf. Ja, das ist okay, aber ein Eis ist auch geil. Wie lang die Schlange ist. Da auf dem Asphalt verbrennt sich. Ich zieh mir jetzt die Schlappen an. Ihr könnt jetzt schon mal schwimmen, die Schuhe und schon mal eine Fritten. Ich nehm Eis. Nein, das Eis mit danach, du Affe. Die Schuhe schon mal eine Fritten erstmal. Ja, ich hätte aber, ich hätte nur, gern nur Mayo. So. Nur Mayo ohne Fritten? Ja, also Pommes mit Mayo, aber hier nichts hier mit Zwiebeln oder sowas. Obwohl, die Kühlbox, die ist noch gut gefüllt. Pass auf. Tom, kannst du mir das La Ultima-Handtuch mal geben? Ja, Moment. Danke. Pass auf, Jungs. Der alte Mann und das Meer. Geht nicht unter und lass die Kinder nicht schwimmen. Wo gehst du hin? Ja, ich hole jetzt die Fritten, aber ihr könnt mir schon mal sagen, was da für ein Eis wollt. Da tun wir eine Kühlbox. Nee, bring erstmal mit die Fritten. Wie kann nee, Eis? Der kann ich aber muss warten. Mir nachher selber an der Tafel muss ich mir erstmal Ideen holen, worauf ich heute Bock habe. Guck mal, ich hätte gerade. Also gehst du? Eis? Ich nehm. Ja, Magnum Mandel. Guck mal, ich habe mir eine Dose Tuborg mitgebracht von früher. Ne, ja, gut. Dose Tuborg, was bist du für ein geiler Typ? Geil, lauwarm. Sag mal, Dennis, hattest. Ali, viermal Pommes, einmal nur Mayo. Einmal nur Zwiebeln. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger, weil ich habe immer noch die Leibniz-Butterkekse. Ja, die hat man was länger, ne? Mhm. Ja. Haben die auch Frikadellen? Habt auch Frikadellen, Ali. Mit Senf. Mit Senf. Ja, gut, Senf liegt ja auch auf der Wiese. Das kann man auch nehmen. Er hat gesagt, ich mach, die haben keine Tütchen mehr. Ja, die liegen ja auch alle hier. Ja, soll die das in der Pappschachtel tun? Ja. Ey, wie oft hab ich euch das jetzt gesagt, wenn ihr jetzt nicht aufhört durch den Bademeister? Ali, ich soll mit dem Ball weggehen da, hallo. Ach, lass die doch, Tom. Mann. Du guck mal die Mutter mal von denen. Das ist doch nicht mehr entspannt hier. Hast du in der Kühlbox noch Bier? Was? Ja, also der Ali, der macht mir was, das. Du hast Bier in der Kühlbox und ich muss hier ein warmes Tuborg trinken? Ja, du hast doch gesagt, du bringst dein eigenes Bier mit. Ja, ja, ich hab noch was. Wusste ich ja nicht, dass der hier einen auf Mutter der Nation macht. Ja, ist er ja doch immer, weißt du doch. Boah, Alter. So, jetzt ich hab mir eine eiskalte Capri-Sonne da reingelegt. Ich hatte den verfickten Pappo-Strohhalm. Guck dir den blauen Himmel an. Guck ihn dir an. So, was wolltest du trinken? Ein Bier? Ja, kriegst du sogar von mir im Glas. Leute, ey, ihr müsst auch mal ins Wasser gehen. Ihr könnt doch jetzt nicht nur essen und trinken hier. So. Danke schön. Das ist Luxus, ne? Das kann man sich als Rockstar erlauben. So, jetzt gehen wir jetzt mal ins Wasser, Dennis. Ja, einschütten kann er auch nicht, das ist kein Schaum drauf. Ja, der Ali hat gesagt, das dollen. Dauert locker 20 Minuten. Ja, wir können jetzt mal Wasserball spielen gehen. Ihr sollt aufhören, ja? Das ist das dritte Mal, dass ich den Ball vom Kopf gekriegt habe. Verpisst euch. Ja, dein Kopf zieht ja auch Bälle förmig an. Guck dir mal die Mutter von denen an, die sieht aus wie Walter. So, können wir jetzt mal ein bisschen meditieren. Ein bisschen liegen. 20 Minuten hat Ali gesagt, das ist ein einfach mal ruhig. Ich habe ja extra ein Hörbuch mitgebracht. Was denn? Das neue hier von Bernd Stelter. Super. Ja? Mhm. Das hörst du dir jetzt an, während. Ja, dann toll. Warum bist du da mit uns jetzt ins Freibad gegangen, wenn ich weil ich mal ein bisschen kurz entspannen möchte, währenddessen ihr hier die ganze Zeit nur am Rumkrakehlen seid? Wir wollen es ja für mal hinlegen. Für mich ist das Entspannung. Ein Eis dabei wäre cool. Du kriegst dein verficktes Eis gleich noch. Ja, wann denn? Du musst ja auf der Liste gucken, wo es das Beste gibt. Meine Güte noch. Ja, wir gehen gleich zusammen zum Eisstand, okay? Wann ist gleich? Robin, kannst du hier bitte den Sonnenhut aufziehen? Ich hab dir extra den Sombrero mitgebracht. Ich hab Angst, dass du verbrennst am Kopf. Ja, ich hab hier auch doch Markus an. Guck mal, die Kinder kommen gerade zu Tom. Die Kinder kommen gerade zu Tom und zu gucken, dass der pennt. Guck mal. Nee, die gucken, ob der noch lebt. Ja, das hört man ja noch. Jetzt reicht es mir. Jetzt gehe ich zum Bademeister, Freunde. Oh. So ist es nicht. Nee, ist ein richtig entspannter Tag hier im Freibad heute. Ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Eis. Fresse. Du kannst dich mit dem echt nicht. Was anderes, was ist mit den Pommes? Wann bringt der Ali die? Der hat ja jetzt nur noch 15 Minuten. Ali-Pommes? Ja, bin ich. Das Eis hier mit danach. Ich hab dem einen Magnum Mandel, einen Ed von Schleck reserviert. Kannst du ein Eis haben? Ich würde sagen, solange esse ich hier noch so ein paar Leibniz-Butterkekse. Ja,
Genau, dann konnte er sagen, lass mir noch ein Stück Melone über. Aber ich bräuchte jetzt schon wieder ein frisches Bier, weil dieser Leibniz-Butterkeks, der zieht sich fies um meine Hände. Also ja, Bier mit Keks ist auch krass, oder? Zähne. Kann ich jetzt weiterschlafen? Ein bisschen, ich jetzt bin echt? Ja auch hier, um ein bisschen zu entspannen. Jetzt bist du jetzt echt nach hier gekommen, um zu pennen? Also ich halte jetzt mal eben die Füße ins Wasser. Ja, ist das nicht schön, hier unter dem Baum in der Sonne ein bisschen zu. Ja, zum Glück sind da keine Fische drin, ne? Dennis, nur die Füße reinhalten, nicht da rein pinkeln, ne? Haben die da Färbemittel da drin? Probier's aus. Hör dir den Idioten an, ohne Scheiß. Ich darf mir kein Hörbuch anhören und der pennt hier weg. Ja, der darf ja zu Hause. Was? Sind die fertig? So, Wasser ist super. Hast du denn eigentlich Pommes spezial bestellt oder nur normale Pommes? Ich will eine Runde schwimmen, die Kinder meinen permanent, ich bin alt, wenn du mit mir kommst, dann. Ja, wir müssen. Du solltest vorher, wissen, Kinder lügen nicht, ne? Wir müssen auch vorher ins Wasser gehen, weil nach dem Essen darf man eine halbe Stunde nicht ins Wasser. Ja, aber wisst ihr eigentlich. Scheiße. Ja, deshalb jetzt noch schnell. Nee, ich hab gerade auf dem Tacho geguckt. Was denn? Wir haben Freitag. Wie viel haben wir denn? Es ist kurz vor 7. Ey, das Freibad macht gleich zu. Nee, hat noch eine Stunde. Nee, das auf. Hat noch auf. Ist ja Granatenwetter, ey. Spiel Spätsonne und so. Aber wir haben Freitag. Ey, was meint ihr? Sollten wir den Podcast nicht hier im Freibad mit. Machen? Können wir hier machen. Hast du Technik mit? Ich hab Tablet mit. Ja. Können wir ihn hier machen, im Freibad? Ja, lass einfach probieren. Das ist eine geile Idee. Kann ich wenigstens liegen bleiben? Ja, warte mal. Was ist jetzt mit dem Eis? Ja, komm, wir gehen doch schnell dein Eis holen. Ja, Ali! Und dann reiten wir los. Ali. Ey, das ist eine super Idee. Wir machen den Podcast aus dem Freibad. Bring noch ein Bier mit. Wo rennt der hin? Ja, der beim Ali noch die Pommes holen so. Und bringt dem Eis noch und Magnum noch Bier mit. Und ich möchte ganz, ich rauche mir erstmal eine hier. Das finde ich auch immer schön mit den Schrumpelfingern. Aber wo tust du die Kippen nachher hin? Ich habe noch einen Aschenbecher to go hier. So, sollen wir anfangen? Der Magnum Mandel. Das knistert aber zu sehr, das ist kaputt. Das nehme ich nicht. Pommes Spezial. Ja, die Fritten stelle ich hier auf der Deck. Ja, super. So. Oh, schönes Familienessen. Wir können auch beim Podcasten essen, oder? Okay. Essen? Ja, dann fangen wir an. Dann fangen wir mal an. Herzlich willkommen zum Rockhütten-Podcast. Ihr solltet mit den Bällen aufhören. Habt ihr euch gesagt, wir machen Podcast doch mal hier. Wenn die wüssten, was ein Podcast ist. Herzlich willkommen zur 41. Episode heute am 6.8. live aus dem Freibad. Ja, geil, dass es so geklappt hat, technisch scheint es ja zu klappen. Pennen, ne? Heutzutage ist alles möglich. Was machen wir denn heute so spontan hier im Freibad jetzt? Ja, wenn wir im Freibad sind. Raushängen lassen, jetzt muss ich auch noch podcasten, ich weiß nicht. Haben wir irgendwelche Themen sind? Jetzt mal ganz eben, die wir raushauen können? Ach ja, lass uns doch einfach ein bisschen lustiges. Was spielen im Freibad, oder? Spielen, du willst jetzt spielen schon mal spielen? Im Freibad, oh. Ja, warum denn nicht? Ja, man muss aber auch die Regeln erklären. Ich habe von nix eine Ahnung. Was spielen wir denn? Ich spiele total auf. Herrlich, im Freibad. Na, du mal. Ja, wir spielen, wie schmeckt dein Eis? Ich weiß nicht, wie dein Eis schmeckt. Hast du jetzt schmeckt? Das Papier von dem Eis auf den Boden geschmissen? Der nee, das habe ich mitgegessen. Nur weil da die Bienen sind, willst du da nicht hingehen. Richtig. So, was haben wir für ein Thema? Das ist so einer, der schmeißt auch die Senftüten auf den Boden. Im Freibad. Ja, damit er drauf tritt. Lass uns doch mal so was spielen, wie was wir auch früher in der Jugend, als wir noch klein waren, im Freibad gespielt haben. So Stadt, Land, Fluss, aber ein bisschen anders. Wie denn? Wie denn? Besser. Besser? Stadt, Land, Fluss, 2.0. Stadt, Land, Brett. Nehmen wir Band, Serie, Film und Song. Film. Nein. Song. Was? Ach so. Wir fangen an. Der Alex sagt die Band, der Tom die Serie, der Dennis den Film und ich einen Song. Wir fangen einfach mal an. Ihr sagt Stopp. Stopp. J. Was? Ja. Was war ich jetzt? Du bist die Band. Ich bin die Band. Jupiter Jones. Wow. Das ist ja einfach. Jetzt muss ich eine Serie sagen. Also mit J. Also an deiner Stelle hätte ich ja Judas Priest gesagt. Ja. Nein. Was hab ich? Eine Serie mit J? Ja. You're Walking Dead. Junction Town. Wow. Was hab ich? Film? Ja. Meinst du, ist Mist gerade mit dem... Scheiße. Mit der, du, das schmeckt nicht mehr, die Kapki, sondern mit dem Pappstrohhalm. Das schmeckt nicht. Ja, deswegen wollte ich ein Eis haben. Ich hab aber mir noch... aus dem Urlaub in Holland noch einen Captain Mojito mitgebracht. Den kann ich mir jetzt hier. Ein Film mit Jupiter Ascending. Boah. Ist ein Film. Ja, stimmt. Ist ein Film. Du bist jetzt bei Ben? Nee, Song. Ja, jetzt wird es schon eng. Du hättest doch auch irgendwas als J sagen können. Ja.
Das hättet ihr doch eigentlich Jod, 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 Jodelade-He. Jodelade-He. Zum Nein, Beispiel. Tut euch nichts, der ist immer so. Soll ich dir einen Tipp geben? Ich hab doch Jodelade-He. Ach so, stimmt. Aber ich glaube, ja. So heißt das Lied nicht, sonst hätte ich noch You Never Walk Alone. Ja, ja. Hier, Sommersong. Jerusalem. Das ja, mit okay, lass mal gehen. Okay? Ja. Jetzt machen wir es anders. Jetzt macht der Tom die Band, der Dennis die Serie, ich den Film und der Alex den Song. Ich mach die Band. So jemand sagt Stopp. Stopp. K. Okay. Das meine ich jetzt auch nicht böse. Genau, der darf das, so. Der hat eine Schwerbehinderung. So, Band, so. Ich bin der Band, ja? Du bist Band mit K. Eine Band mit K? Mhm. Korn. Wären wir wieder beim Thema, leckere, ne? Können wir nicht so rumgehen? Eine Serie mit K. Ja. Californication. Nein, das mit C. Ich also, da müssen wir schon ernsthaft bleiben. Eine Serie mit K. Köln 50 sowieso. Ja, das ist, nee, das ist eine Soap. Das ist, eine, ist egal. Das ist eine Serie. Das zählt. Ach so, Soaps gehören auch dazu. Ja, Köln 50 011 oder so, wie das heißt. Da. Ich nehme den Kaufhauskopf. Boah. Ich weiß bei Song, ne? Ja. Keine ist wie du. Wow. Mein lieber Gesangsverein. Alter, hast du gesehen, wie der gerade von dem Brett gewänzt ist? Der Bademeister hat auch mit dem Kopf geschüttelt, ne? Unfassbar. Der ganze Oberkörper. Ah, der Bademeister ist aber auch dick. Ich glaube, wenn der reinspringt, nee, ist das ganze ist Sonnenbrand, Wasser raus, oder? Das ist Sonnenbrand? Ja, ich glaube, das ist Sonnenbrand. Ah, das ist ein Engländer, war. Ja, ja. Schön, ja, schön, ist, okay. Schön ist aber auch, dass die Körperfarbe von dem Bademeister sich seiner Hose angenommen hat. Aber jetzt, wo du eine Stunde in der Sonne gelegen hast, ich habe dir hinten mit der Sonnenmilch Fuck auf dem Rücken gemalt. Das sieht auch lustig aus. Ach, deswegen gucken die da hinten. Ja, aber er liegt auf dem Rücken, das nützt nicht viel. Aber ist auch egal. Nee, okay, wir machen einfach weiter. Noch eine Runde, ja. Ja, dann macht der Dennis jetzt die Band, ich die Serie, okay. Der Alex den Film und der Tom den Song. Stop. L. Wir hatten jetzt JKL. Du bist ja wir müssen nochmal neu anfangen. Stop. D. Okay. Ja. Wer fängt denn an? Ja, anfangen tut die Band, oder? Wie war das? Ja, ja, ja Def Leppard. Oh, cool. Die Serie? Serie wäre drei Hochzeiten. Nein, das wäre für dich. The Walking Dead. The Walking Dead. Die Liga der Außerirdischen Film. Deutsch. Dumm und dumm. Ja, Film. Nein, ja. Nein, hat er nicht schon? Herr Bademeister, wir machen hier einen Podcast. Nein, der hat keinen Schlaganfall. Nein, wir brauchen keine Unterstützung anfordern. Ja. Ja, alles gut. Ja, der hat es auch schon gesagt gerade, oder nicht? Hier mit dem Jim Carrey da. Hier ist ein Film. Was hast du denn? Eine Serie. Ach so, eine Serie. Das ist schlecht. Ich hatte schon einige Filme mit D. Ich wüsste einen. Du darfst mir nicht helfen. Nee. mach ich ja auch nicht. War Daredevil eine Serie? Ja. Ja. Gab's das auch als Serie? Ja. Daredevil. Daredevil. Ah. Okay, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Daredevil. 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 Dennis gab's auch. Das ist ein Film. Gab's als Serie. Gab's ja. Als Serie. Das aber war auch als Film. Grandiose Serie, grandioser super. Titel. Ja gut, wenn ihr das jetzt gerade... Mr. Wilson, ne? Mr. Ja, Wilson! Wenn ihr das jetzt gerade so schön vorgesagt habt, dann bin ich für Die Hard. Boah, geil. Die Hard? Die Hard. Die Hard. Ja, ne, die alte hinter dir, die Hard. Nicht so laut, sonst kriegt der das mit. Ja, vor allem, du musst aufpassen, die Kinder hören ja auch zu dahin. Ach, die kennen sowas nicht. Mein Gott. Okay, wir machen noch ein Lied. Nee, ich muss noch ein Lied. Tom, wir haben uns doch ich muss noch ein Lied. Über Bigfoot unterhalten, oder? Ja, das stimmt. Ich hab ihn. Echt? Ja. Hat der gerade gesehen? Guck mal. Psst, Alter. Ich hab auch noch ein Lied. Dancing in the Moonlight.
Wow. Yes. Top-Loader. Yes. Geil. Komm, noch eine Runde. Aber nicht das Guide. Was bin ich jetzt? Das Schnitzel oder die Pommes? Ich bin die Band, Alex die Serie, Tom der Film und du der Song. Boah. Ich bin der Song, okay. Die Band also, fängt an. Alex sagt Stopp. Stopp. Z. Oh. Boah, das war schwer. Ich muss einen Film mit Z? Ja. Was bin ich jetzt? Ganz einfach. Ich hab Band. CC Top. Was bin ich jetzt nochmal? Du bist die Serie. Ich bin die Serie. Ich hab den Song. Oh. Oh. Ah, cool. Kannst du auch nehmen. Ja. Dasselbe wie ich. Serie. Ja. Was? Ich bin der Film? Nee, du bist die Serie. Ja, okay. Z Nation. Das heißt Z-Nation. Meine ich doch. Ja. Zombies im Kaufhaus. Zombie von den Cranberries. Ja, das war ja... Ja, genau. Cool. Was? Ja. Was war das? Das war's schon. Hat's Atemnot? Atemnot. Das klang eher wie so ein Esel. Schönes Spiel. Absolut. Gefällt mir. Apropos Esel, guck dir den Typen da hinten an. Ich muss mal eben meine Pommes essen, sonst werden die kalt. Entschuldigung. Der nette Herr da hinter mir möchte was von mir. Der liegt zwar ein bisschen weiter, aber der gehört zu uns. Ja, ich weiß, dass der aussieht wie ein Obdachloser. Der gehört zu uns, der hat auch bezahlt. Den können Sie ansprechen, der Typ, das ist der Horst. Der Horst hat heute aber Urlaub, wir kriegen das hier so hin, der will einfach nur da liegen. Ja, ja. Aber der... Fahren Sie den ruhig, ja. Horst, da kommt jetzt eben einer rüber, der hat sich nur Sorgen gemacht um dich. Ja? Was ist denn? Ja, der ich will mich doch nur ein bisschen bräunen hier. Ja, der wollte nur wissen, ob mit dir gut geht, weil du schon eher tot aussahst. Ja, das ist die gesunde Hautfarbe. Ja, der nee, hat doch, ist das nicht. Horst hat doch Lederhaut. Aber gut. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Ja, wir spielen ja, ist ja in Ordnung. Weiter. Machen wir noch eine Runde, oder ich hätte am liebsten gesagt, ich bleib zu Hause. Ich hab keinen Bock darauf, mich die ganze Zeit von euch verarschen zu lassen hier. Komm, ich hol dir auch gleich einen Flutschfinger, wenn du willst. Jetzt werden wir Freunde. Ja, super. Gut. Ja, Mann, Dennis, da ist aber... Was denn? Ja, beschwer dich bei dem, der hat nur mit Mayo bestellt. Das hat dem Ali überhaupt gar nicht Spaß. Geröstete Zwiebeln auf der Pommes. Ey, Mann. Scheiß Schwimmbad. So, was spielen wir noch? Ich würde sagen, wir können auch eine Runde spielen, oder? Ja, mach mal. Ja, ja war eine gute ist ja doch, ja. War eine gute Nummer. Was ja. Spielen wir? Wir fangen wieder an mit Alex als Band. Tom Serie. Dennis Song, Film, ich Song. Okay. Also, Stopp. B. Da war es aber langsam gerade. Ja, ist ja egal. B. Was für ein Bier hattest du mit? Was hast du dem gegeben? Fang an mit Band. Blombier. Mit B? Mit B. Boah, da fällt mir gar keiner ein. Ich gebe dir einen Tipp, Band ohne Namen. Nein, die heißen die Band ohne Namen. Das oh, scheiße. Dann okay. Nimm was anderes. Ja, dann... Die Bärzte. Nehme ich den Song. Nee, dann nehme ich Backstreet Boys. Oh. Get down. Ich nehme die Serie Banshee. Banshee, okay, was bin ich? Ich bin. Du bist der Film. Ich bin der Film. Batman. Sag das nochmal. Batman. Tom, was hattest du denn? Banshee, die Serie. Okay. Kennst du mich, ne? Dann nehme ich einen Song. Bis zum bitteren Ende. Oh. Der war böse. Die tote Hose, ja. Also, geht noch besser hier. Ich bin Batman. Der kann er besser, ne? Wo geht der Tom schon wieder hin? Jetzt schon wieder hin? Ich glaube, der geht das Kind ich jetzt verprügeln. Ich hab mal den Ball geholt. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Du kannst ihm noch nicht den Ball wegnehmen. Den Ball hab ich jetzt, Freunde. Ich hab schon tendiert, dass er das Kind geil, verprügelt. Das ist ein Todessternwasserball. Ja, aber trotzdem, das reicht jetzt mit denen, ne? Ich lass jetzt auch mal die Luft da raus. So geht es nicht. Ich hab da keine Lust mehr. Mach das einfach mal mit einem Messer. Die gehen da zu ihren Bio-Eltern, die kommen gleich. Oh. Ja, dann ist mir scheißegal. Die können ruhig kommen, die Eltern. Dann ist mir scheißegal. Dann werden wir ja mal sehen, wer hier recht hat. Ja, die Kinder wir gehen, spielen hier auch nur. Ja. Ja, die so, Kinder ja. Gehen gerade zu machen Walter. Machen wir noch eine Runde, oder was? Ja, wir machen noch eine Runde. Ja, dann fängt der Tom an mit Band. Hauptsache, du tauchst keinen unter von denen. Der Dennis die Serie, ich den Film und der Alex den Song. Song. Den Song. N. Was muss ich, die Band? Ja. Nazareth. Was bin ich? Du bist der Film. Nee, du bist die Serie. Meine ich doch. Die Serie mit N. Ja. Navy CIS. Boah.
Ich bin der Film mit Notting N, Hill. Oder Nougat-Eis. Da sind wir wieder bei Eis. Ich hätte gerne noch mal ein Eis. Haben wir noch gut, ein Eis? Notting Hill. Notting Hill ist doch der, wo die hier Julia Roberts bei dem hier im Laden. Ich hätte erwartet, ne? Nutten tragen kurz zurück oder sowas. Big Nuns mit Big Guns, aber das ist was anderes. Nein, nicht wenn sie. Du brav bist, nicht du nach sie. Sie haben tolle Cornetto Kinder. Eis, Alex. Sie tolle Kinder. Nee, alle sechs. Dann alle sechs. Ja, doch, Cornetto, doch, nehme ich. Cornetto-Nuss. Ja. Nee, er hat doch schon Magnum Mandel. Ja, wenn der brav ist und jetzt den Podcast richtig mitmacht, kriegt er dann am Schluss noch ein Cornetto-Nuss. Okay, aber nur einen Flutschfinger. Torben? So mal ein bisschen. Torben? Notting Hill. Nee. Boah, da wäre ich nicht drauf gekommen. Hier, ein ganz besonderer Liebling, hier, Narcotic. Nee. Your face is with a smile, there is no need to cry. Komm, eine Runde können wir noch. Michael Caine. Was sagt die Zeit? Ja, von mir aus können wir noch eine Runde spielen. Dann wäre der Dennis die Band, ich die Serie, der Alex der Film und der Tom der Song. Top. D. Hatten wir schon. Nee, D hat man. Wie bist du denn jetzt so schnell auf D gekommen? Also mal ganz ehrlich, du hast ja noch nicht Ich hab ja schon vorher angefangen. Was hat der denn mit D? Hatten wir eben schon. Passt doch auf, wo ihr hinlauft! Oh nein, das sind wir! Okay, wir fangen nochmal neu an. Wir haben da Bier umgetreten. Ah. Mach doch nicht so. Lass doch mal ein bisschen. Arschloch. Was muss ich machen? Du bist noch gar nicht dran. Der Dennis fängt mit der Band an. Ah. Das was machst du jetzt? Ziehst du dir jetzt den Senf durch die Nase oder was? Das ist echt wie für deine Bambusdecke. Ja, die ist geil, ne? Oh. Wie früher. Dennis, du bist ein A. Danke, das weiß ich, aber was spielen wir jetzt? Band A. Ach so, ja, Band A. Mhm. Bist schon dran? Ja. AC/DC. Stark. Dann mach ich eine Serie mit A. Du hast echt nicht drauf. Atypical. Was für ein Ding? Was? Atypical. Das ist keine Serie. Ja, sicher ist das eine Serie. Ja, hast du gerade erfunden. Nein, Mann. Wo gibt's die? Auf Netflix. Ich beweise es euch. Währenddessen der Alex hier einen Film mit A macht. Ein Film mit A. Alter. Hä? Alter! Was denn? Ant-Man. Ant-Man. Ein Lied mit A? Arschloch. Das ist super geil. Von wem ist das? Von der Ärzte. Falsch. Nee, das ist falsch. Anders heißt ja anders. Ja. Nimm mal ein anderes Lied. Verdammt. Anabolika ist schlecht für die Hoden. Weißt du, wir sitzen hier so nach dem Motto am auf Arsch gute der Freunde. Welt. So. Wir sitzen hier so nach dem Motto auf gute Freunde und der sagt Arschloch, weißt du? Okay, Atypical ist eine Netflix-Serie, von der ich noch nie gehört habe. Ich hätte dir das auch so geglaubt. Haben die auch Eis? Du kriegst das Cornetto nachher. Ganz ruhig bleiben. Dann machen wir noch eine letzte Runde. Vorbei im Ausgang. Ich bin die Band, der Alex die Serie, der Tom der Film und der Dennis der Song. Der Ali hat gerade irgendwas. Ich habe das nicht verstanden, der hat da reingequatscht. Was bin ich? Du bist der Film. Warte mal eben. Der Ali hat gerade irgendwas hinterhergebrüllt. Ja, wir kriegen nachher noch was. Weißt du was, Ali? Wie sagt man auf Türkisch auf Wiedersehen? Sieg dir Land, Peserenk. Ja, du mir auch. Bis gleich, hol das gleich. Ja. Okay. Zwei Fußfinger gleich. Ich Band, du Serie, du Film, du Song. Top. Oh. Ist klar, sein Alphabet besteht aus 10 Buchstaben. Ja, ihr sagt das ja alle immer so früh. Ja, was denn? Ja. Der ist ja, ich habe direkt Stopp gesagt, er ist schon bei O. Eben war er bei B. Ja, ich habe mal von hinten so angefangen. B. Ja, da war ich schon zweimal durch. Schlimmer wäre das, wenn der anfängt mit A und dann sagst du Stopp und der ist bei 3. Da ist er über die Buchstaben auf die Zahlen schon raus. Voll schlecht. Ö, Ü habe ich ausgelassen. was für ein Buchstabe jetzt? O. Ich fange an. Oasis. Ich bin jetzt die Serie, ne? Ja. OC California. Mhm. Boah. Ein Film mit O? Ostwind. Einfach. Ostwind. Ja, ist einer. Ja, stimmt. Du bist ein Song mit O. Old MacDonald had a farm. Hey-ya, hey-ya-ho. Jawohl, ja. Das können wir auch mitsingen.
Nee, nee, bleibt ihr mal weg. Ja. Also, weißt du, da willst du einmal in Ruhe einen Podcast im Freibad machen. Ne? Es ist nach 19 Uhr und hier stehen 25 Leute um einen rum und filmen uns, als hätten wir gerade einen schweren Autounfall gehabt. Der mit dem Beutel ist alt. Ja, aber Flutschi ist wasserdicht auf 5 Meter. Ja, zeigt das jetzt den Kindern nicht. Mann, lass uns doch noch einfach ein Lied hier ein Lied. Hier, schönes Spiel. Noch ein Spiel? Es geht reihum. Wie geht das denn? Ja. Hört gut zu, Kinder. Beispielsweise nehmen wir jetzt ein Lied von den bösen Onkels beispielsweise. Das kannst du aber den Kindern jetzt nicht erzählen. Ne? Ja doch, die müssen ja auch mal wissen, was gute Musik ist. Die haben doch auch böse Onkels. Alles F.A.M. Ne? Also, wir machen einfach Onkel-Songs. Wenn einem keiner mehr einfällt oder er doppelt genannt wird, dann ist derjenige raus und muss einen Bonnekamp trinken. Oh. Hast du Bonnekamp mitgebracht, Dennis? Ja, war auch in meinem Rucksack vorne, ja, war denn's? Geh mal holen. Der hat ja auch den halben LKW mit ins Freibad genommen, das ist unfassbar, ne? Ja, der ganze Kofferraum war voll. Haben wir eigentlich noch ein paar Leibniz-Butterkekse. Ist geil. So. Guck mal, Kinder, noch 5 Minuten, dann können wir wieder in den Bahn. Dann stehst du schon wieder auf, dann ist aber auch gut, ne? Jetzt ist aber auch wieder Feierabend, ihr könnt jetzt mal zu euren Eltern gehen und wieder in den Sack nehmen. Ja? Und nicht hier jetzt. So. Hast du Bonnekamp? Ja, ja, hab ich noch gefunden. Das war direkt unter den 3 verschiedenen Sonnencremes für Torben. Der ist ja so sensibel. Ja, aber ich halt mich wacker. Ja, aber jetzt nur mal so als Frage. Nachcremen, Torben, ne? Wo hast du bitte schön deinen Rucksack stehen, wenn du hier liegst? Der hat da eingeschlossen. Steht der am Auto oder was? Nein, aber die Decken von uns sind ziemlich lang. Ach so. Dennis, ich hab den am Ende der Decke. Dennis, guter Tipp von mir. Mach den Schlüssel von dem Spind nicht ums Handgelenk, sonst hast du danach einen Abdruck. Ja. Ich hab mir den um die Eier gebunden. Okay. Dann muss ich den aber nicht abnehmen, wenn ich dich retten will. Okay, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich sag jetzt einfach mal... ich habe schon vergessen, was wir machen jetzt. Aber hier sind die Onkels. Ja, da war's schon. Muss der jetzt, mit was muss der jetzt einen Song machen? Einfach einen nennen. Das ist ja langweilig. Ohne irgendwelche Buchstaben oder so. Ich glaube, ich werde das verlieren. Keine ist wie du. Auf gute Freunde. Mexiko. Nie wieder. Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben. Erinnerung. Terpentin. 28. 29. 30. Kirsche. Oh, der Platz neben mir. Mhm. Moment, 1. Part 1 und 2 ist er. Also, ah, beide zusammen. Ja, dann weiß ich. Matapalos Parte Uno. ich nehme ja dieses Lied, was die immer singen, hier, wo die alle richtig abgehen. Was die immer singen. Weißt du, wir sind eine Onkels Tribute Band. Ja, wir haben aber auch lange nicht gespielt, das muss man ja mal dazu sagen. Ich nehme jetzt mal die Finger aus mein... Also die ist nicht hier. Ekelhaft. Tom, kann doch nicht sein, dass der kein Lied mehr kennt. Nee, ich bin gerade, muss ich sagen, denke ich eher darüber nach, was war. Du hast doch sonst die Sätze immer im Kopf. Ja, ja, ich weiß, jetzt bin ich eher bei dem Ding, was war schon. Das ist eine nicht, gute dass ich Übung mich vertue. Schon mal. Für später. Wir nehmen Mikrofil. Der nette Mann. Koma. Heute trinken wir richtig. Mhm. Wenn wir einmal Engel sind. Geil, ey. Das war noch so ein Wetter in der Zeit. Mhm. Ja, die Sonne die sticht aber auch. Ja. Ja, es ist die Abendsonne, ne? Danke. Freddy Krüger. Tanz der Teufel. Zieh mit den Wölfen. Es wird eng. Es wird danke eng. Dem Herren? Ja, war noch nicht. Oh. Eine dieser Nächte. Wir haben noch lange nicht genug. Und du hast eben der nette Mann gesagt, ne? So was machen wir ja eigentlich nicht. Dort kann man ins Beat. Aber die Leute verdünnisieren sich auch langsam, die können nicht alle mitreden. Aber da kommt, ey, die zwei, ey, ihr wart letztes Jahr auf dem Konzert noch, ne? Ja, ja. Riecht man noch, ja, stimmt. Ja, wir spielen auch trotzdem allein. Genau, wir wollen hier nicht gestört werden. Was ist denn jetzt mit dir? Was hast du denn gesagt? Du hast doch gar nichts gesagt. Tom ist dran. Nein, Tom hat doch nichts gesagt. Ich hab halt, ich wollte ablenken. Was hast du denn gesagt?
ich habe gesagt, der nette Mann, sowas machen wir eigentlich nicht. Doktor, machen Speed. Ah, okay. Nee, komm, wir machen, ich nehme Narben. Narben, okay. Ja, nochmal so zum Thema, ich hätte gern Eis. Du kriegst das, wenn du fertig gearbeitet hast. Also du kannst gerne Kuchen und Bier haben. Nee, das lasse ich für jemand anderen. Wie ist das? Scheiß Mücken. Mit. Lass eine Bremse auf dem Arm. So sind wir. Hat man noch nicht. Viva Los Tios. Oh. Saufen ist wie Wein. Saufen ist wie Wein. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Tom? Moment. Feuer. Ja. Anderer Begriff. Mach mal deins auch an, dann sind es zwei. Ja. Heiß? Na? Ne? Ja, klingelt's? Nein. Bei dir klingelt nichts mehr, nee. Ne? Kein Anschluss und so, diese Ja, wie. Das kann ich nicht mehr hören. Wir haben einen Verlierer. Nee. Willi Jungs. Heute war gestern noch morgen. Flammen. Oh, stark. Wäre ich nicht drauf gekommen gerade. Die Schlinge zieht sich zu. Ist das auch ein Song? Ja. Der Kuchen und Bier. Ich guck noch mal in die Flasche, wie spät es ist. Hatten wir schon. Nein. Nein. Du hast es irgendwie erzählt, du warst aber nicht dran. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber eine dieser Nächte. Das hatte ich gesagt. Das hatte der Betty! Okay. Okay. Wo ist er? Da. So, jetzt lass dasselbe bitte machen mit Ärzte-Songs. Ja. Ah, da bin ich schnell raus. Okay. Ich fang an. Ein halber Love-Song. Mhm. Dann nehmen wir von den Ärzten das Lied. Männer sind Schweine. Schrei nach Liebe. Heißt das nicht ein Schwein namens Männer? Nee, so hieß die EP. Mein Baby war beim Friseur. Oh wow, ich bin schnell raus. Mit dem Schwert nach Polen. Warum, René? Ja, geiler Song. Wollt ihr das vielleicht noch zu Ende spielen? Ja, nee, ich mach mir jetzt ich mal. Ich gehe mal eben Gedanken. Zu der Alten da hinten und. Boah, ich glaube, du kannst auch ja jetzt das Cornetto ausrechnen. Ja, mit der Alten. Mit Brad Pitt? Mit Walter. Achso. Ja. Komme ich zumindest vorne an. Boah, krass, ne? Torben, du musst doch noch einen Ärzte-Song machen. Ja, da kenne ich auch einige. Wenn du die Freundin vor dir ansprichst, ne? Die mit den Haaren da und die macht so. Lauf. Dann weiß ich, da ist es kuschelig. Ich bin hier zum Thema, sie ist sehr behaart. Ich nehme Monika. Monika? Ist sehr behaart, sie hat sogar einen Damenbart. Mein Gott. Ja, geil. Alex. Alex. Hm? Lied. Nee, ich war gerade weg. ja, worum geht's? Du sollst dir nicht die Bikini-Schönheiten angucken? Ja. Warum? Du hast doch einen schönen an. Hier gibt's doch einen Song von den Ärzten. Jacqueline, geh nicht bei die Assis bei. Und du die Oma mal winkeln. Ja. Ein Lied hier von aus dem Freibad. Ah, ja. Ja. Gibt's auch? Mhm. Weißt du nicht? Doch. Ich möchte das nur nicht sagen. Wir nehmen noch ein anderes. Ja. Der reißt hier alles runter. Zum Beispiel, was wir bei Schmerzfrei als erstes gespielt haben, immer als Opener. Ja, finde ich auch. Wer ist schmerzfrei? So, du hast noch 10 Sekunden. 10. 9. Dies ist ein Lied für uns. Ja, genau. Das lasse ich nicht gelten. Alex, das kann doch jetzt nicht sein. Du kennst keinen Ärzte-Song, ja? Nur wegen dir kann ich jetzt gleich meinen super Ärzte-Song nicht sagen. Ja, dann sag ihn doch einfach. Nee, du bist dran. Nee. Ja, dann sag ihn mir. Okay. Ich hab keinen Bock mehr. Wir machen weiter mit Hosensong. Ich wollte dir aber noch sagen, Paul Heister ist Bademeister. Geil. Ja, super schön. Nummer. Hosen ist auch gut. Ja, du fängst aber dafür an jetzt mit Hosen, bitte. Ja, Tage wie diese. Also ich hätte jetzt an seiner Hier kommt Stelle, Alex. Gesagt, ja. 1000 gute Gründe. Steh auf, wenn du am Boden bist. Bayern. Wünsch dir was. Der Bofrostmann. Geil. Nette schwarze Behinderte. Was? Ja, ist wirklich so. Schön sein. Ja, war auf der Platte war es. Okay. Ja. Die Opel Gang. Nur zu Besuch. Das Mädchen aus Rottweil. Sind wir noch bei Hosen? Ja, Mann. Ja. Ja, die ganzen Mainstreams kann ja jeder.
Oh, ich hätte jetzt gern ein belegtes Brot mit Schinken. Junge, 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 was stimmt denn mit dir? Bist du pandemiemüde oder was? Ja, das ist nicht, ich will nicht zu laut sagen. Ein Stück Bommelunder. Eisgekühlt. Eisgekühlter Bommelunder? Ja, Mann! Ja, hey, geil. Das ist von Hosen? Ja. Ja. Oh, wow. Was ist denn mit dir nicht in euch? Schönen Gruß, auf Wiedersehen. Die ganze Zeit schön. Ich bin fast erstickt. Abgelenkt. So, hörst du schon? Mhm. Schönen Gruß, auf Wiedersehen. Ach so. Fieber. Mhm. Altes Fieber? Ja. Altes Fieber ist es, ja, genau. Ja, ja. Hat man Zinker Jägermeister schon? Nein. Nee, wollte ich gerade sagen. Nee, ich lasse es. Ich habe gerade überlegt, so einen der Hymnen, so ein Wünsch dir, was hat man? Ich kann nicht bekommen, ob das jemand gesagt hat. Alles aus Liebe hat man keine Ahnung. Alles aus Liebe. Mhm. Ja, dann mache ich halt 10 kleine Jägermeister. Ja. Okay. Ich habe ja eben nicht zugehört. Aber heute hier, morgen dort. Rein. Also wenn ich mich hier so... Hast du den da hin? Schieb den Wal. Herr Bademeister, ne? Die fette Kinder. Ja. Ja, ja. Hey, Moment, heute hier, morgen dort war ja eigentlich gecovert. Dann kann ich sagen, schrei nach Liebe. Steht auf dem Album. Habe ich doch schon gesagt. Ne, hast du eben bei den Ärzten gesagt. Ja, genau. Pass doch mal auf, Mann. Oh, ja, stimmt. Wir sind ja schon woanders. Das ist unglaublich. Haben wir auch oft gespielt und tausendmal immer wiederholt. Ist eigentlich nur ein Refrain. Walk on? Wow. Nicht schlecht. Sascha, ein aufrechter Deutsch. Oh, schön. Ja, haben wir Opel Gang schon? Ja. 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 Dennis, war, ich hab erstmal eine Frage. Nee, ja, nee, gut, nee, okay. Nee. Na gut. Fragen das jetzt alle ab, ne? Hatten wir schon alles. Ja, hatten wir schon. Cool. Was haben wir noch für einen Schwierigkeitsgrad? Vielleicht, Mal was Schwierigeres. JBO-Songs. Ich bin raus. Ich gehe eben planschen. Ja, komm, mein Eis wir eigentlich schwimmen. Fang nur wenigstens an, dann hast du das erste. Geh du eine Runde schwimmen danach, mach mir 3 weiter. Da kenn ich das ein. JBO, Alter. Ja, James Blas Orchester. Mehr weiß ich nicht. Hätte ich sagen sollen, schmerzfrei Songs. Fangen wir einfach mal an. Zum Beispiel, heute wäre für dich, so wie du ablust, ein guter Tag zum Sterben. Okay, fang mal an. Ein guter Tag zum Sterben. Hey, cool. Metal geschnatzen. Jetzt geh schwimmen eben jetzt da. Ne? Und mach das Becken nicht wieder leer. Ich liebe dir. Ich liebe dir, weil ohne du kann ich nicht bin. Denn ohne dir macht unsere Liebe nicht viel Sinn. Boah, ja, der alte Kackschrei. Der alte Kackschrei. Ja, der Dicke zieht da seine Bahn. Komm. Lass mich dein Hofnarr sein. Der Hofnarr. Und du bist meine Königin. Der Spatz in der Hand. JBO. Ich sag JB. Sag, oh! Sehr schön. Boah, ich kann gleich, wie lange muss man nach Schlumpfu Essen zieht, machen? Schlumpfu zieht im Sperrgebiet oder so. Ja. Ejakulation Präkox. Ah! Toll! Und da war ich gerade hier, wer war denn das? Da sind wir nämlich gerade hier im Schwimmbad, hier also auf dem 3-Meter-Brett steht. Die Scheiße. Ich glaube, ich darf nicht mehr schwimmen gehen. Bei Aldi ist im Playboy drin. Das ist nämlich auch ein 3-Meter-Brett, da ist er doch. Aber dennoch hat sich Bolle ganz köstlich amüsiert. Ich will Lärm. Ja, der ums Klo tanzt. Mein Hund ist schwul. Alter, was ist los mit dir? Du hättest echt im Becken bleiben sollen, aber ich sehe schon, das ist leer. Der hat einen Sonnenstich gekriegt. Ja, das war. Heißt das Lied doch, der ums Klo tanzt, ne? Das weiß ich gerade nicht. Aber er hat komplett verkackt. Er hat nämlich einen JBO-Song genannt, der kein JBO-Song ist. Das ist so eine Urban Legend. Ja, aber es ist auf einer JBO-Platte. Hast du ein Problem damit? Ja, das ist dieses. Echt? Ja, der ums Klo tanzt auch, glaube ich. Ich hätte noch eins. Gänsehund ist schwul, die dumme Sau. Rosa Armee-Fraktion. Mhm. So, ich gehe eben nochmal schwimmen. Ja, plant schön. Mach mal Flachkörper, macht Laune, Junge. Ja, im leeren Becken. Ah, was hätten wir denn noch an Alex! Alex!
Sanitäter! Hier. Der Bademeister macht Mund-zu-Mund-Beatmung. Der hat auch Schnupfen. Torben, alles gut bei dir? Ja, ich überlege gerade noch einen Song von JBO. Pressen, pressen. Was zur Hölle ist das für ein Gestank? Ja, was denn? Ja, weißt klar, du keinen? Komm, so, du willst doch nur nicht, dass der Buzzer kommt, Torben, oder? Nee, deshalb lass mich noch schnell überlegen. 10. Ich hab. 9. Ich 5, weiß noch. 7. Scheiße, verzählt. 3. Ja, nee, ich bin raus. Aber du hast es versucht. Ja. Schönes Spiel. Es gab ja auch noch genug eigentlich. Ne? Nächste Woche machen wir das mit Sextoys. Ja, da ist der Alex ganz vorne bei. Oh ja. Ein Wort mit A. Ja, dann packen wir noch ein paar Lieder auf die. Packen wir noch ein paar Lieder auf unsere. Was? Auf das Mixtape? Ja, da kriegen wir auch noch hin hier, ja. Oh, warte, der Ali, ja, ich komm holen. Das Rockhütte Mixtape. Ja, gehen wir weg von hier. Tom, hast du ein Lied? Sind noch kalt? Ich weiß nicht, ob wir. Rest kannst du behalten, wir kommen nächste Woche wieder. Ich glaube, wir hatten noch nichts von Pearl Jam auf dem Mixtape, ist das richtig? Ich glaube auch nicht. Nee, ich wollte ein Cornetto, aber ist okay. Ja, leck mich doch. Ach nee, Cornetto. Horst war das Danke! Ja, perfekt. Alive finde ich ganz gut. Ja, hätte ich. Pearl Jam haben wir nämlich noch nicht drauf, ne? Ja. Ich hätte gerne Alive. Ja, okay. Ist geil. Boah, hör mal. Die Sonnenmilch, die stinkt sowieso Klospray. Nee, das bin ich. Das ist unfassbar. Hast du wieder am WC-Stein geleckt? Ich hätte auch ich hätte gerne einen Soundtrack-Song auf der Liste, weil mir aufgefallen ist, wenn man ihn hört im Auto, fährt man gefühlt schneller. Und zwar den Soundtrack von Magnum. Okay. Hätte ich gerne drauf. Kommt selten allein. The Dukes of Hazzard. Genau. Ja, der ist cool. Ich habe noch einen Song, den kannst du im Freibad, so wie beim abendlichen Bier in der Rockhütte, so wie beim Autofahren im Sommer nutzen. Tito und Tarantula After Dark. Sehr schön. Ja, das ist auch. Die Folge lief heute Morgen noch bei Radio Bob. Gestern Morgen, ja. Haben wir übrigens mal, wo Tom noch Englisch konnte, nicht? Haben wir mal auf einer Schmerzfrei-CD aufgenommen. Ist drauf, ne? After Dark, ja. Auf der Mach mir lauter, ich höre mich nix. Geil. Den Link findet ihr übrigens auch auf unserem Spotify, in unserem Mixtape, ist der Link zu unseren Schmerzfrei-CDs. Da könnt ihr das gratis downloaden. Krass. Ja. Ich habe das Foto zu dieser Platte geschossen. Ja, du warst noch nicht in der Band, ne? Alex, hast du noch einen Wunsch fürs Mixtape? Ja, ich nehme, My Heart Will Go On von Celine Dion. Das ist das, wenn man auch mal im Auto sitzt und schnell nach Hause will. Warum war das Wasser so kalt? Ja. Jack, komm zurück. Ich habe mich auch gewundert, warum da so eine große Tür liegt in dem Becken. Ja, Titanic gespielt. Ja. Ich freue mich auf Teil 2, der kommt nächstes Jahr ins Kino. Kommt das denn jetzt drauf? Kommt das denn jetzt drauf? Ja, natürlich kommt das drauf. Ja, das ist gut. Ja, wenn das so ist. Also er hat ja auch 2 gesagt. Ja. Ne? Oh, scheiße. Was dann hätte ich noch gern... Nee, Moment, du hast nicht mehr diesen Gaststatus eigentlich. Nein. Also das kommt drauf, aber der Christian Boche ja zum Beispiel, der war da. Ich hatte aber auch 2 jetzt. Ja gut, aber der kann sich jetzt nicht noch ein zweites, weil er hat zum Beispiel Schnappi, das kleine Krokodil, ja gewünscht. Okay. Müssen wir dann draufnehmen, Celine Dion ist jetzt drauf. Okay. Aber jetzt pack uns jetzt nicht gerade vielleicht noch, was hast du denn am Herzen? Wir nee, ist ab. Okay, das eine reicht erstmal. Okay, danke dafür. Gut, dann kommen wir zur letzten Rubrik des heutigen Tages. Im Schwimmbad hier. Können wir machen, vielleicht, ja. Meine Damen und Herren, es ist wieder Zeit für das Casting-Ereignis. Ja, hier würde jetzt auch. Jetzt fällt dir das auch ein. Was ist hierzu? Würde geiler einfallen. Das ist der Bundeskanzler. Absolut. Für Sicherheit. Die Leute hier schlagen jetzt. Also machst du hier heute zum Freibad? Ja. Wer kann Kanzler? Und wer kann weg? Er ist für Sicherheit, für Ordnung. Ja. Bademeister oder was? Bademeister Schalupke. Krass. Ja, sollten wir nehmen. Der ist super. Auf jeden Fall. Ein Mann aus dem Leben. Der passt. So, das war's. Ich wünsche euch... Nee, stopp. Was denn? Nee. Ganz ehrlich, Leute. Ist mir scheißegal, ob das die Kinder sehen und dass man Alkohol nicht verherrlichen Hose darf. Hose bleibt an. Aber wir beenden keinen Podcast ohne Bohnekamp. So, und Freunde... Naja, wir haben eigentlich schon von
41 Podcasts ungefähr 26 ohne Bonekamp beendet. Nee, was? Nein. Nicht damit beendet, sondern wir, ohne keinen getrunken zu haben. Wir können doch im Freibad und Bonekamp trinken, ist nur ein kleines Fläschchen. Ja, aber wir wollten den, du hast ihn geholt, aber wir haben noch nicht getrunken und das tun wir jetzt. Du hebst bitte hier deine Cornetto-Packung auf. Hallo, das tun wir jetzt. Wir trinken jetzt bitte am Bonekamp. Ich habe ja kein Cornetto gekriegt. Bitte hinten in den Mülleimer rein. Ich habe eben nur ein Magnum. Also mir ist das egal, was ihr tut. Ich hatte nur ein Magnum. Wunderschöner Tag heute. Auf den wunderschönen Tag im Freibad. Zusammen mit allen, die einem lieb sind. Ein leckerer Domritter Bohnekamp, den wir uns nun auch vor der Jugend die Kehle runterlaufen lassen. Meine Damen und Herren, Prost. Leute in der Umgebung, hat es euch gefallen? Wir trinken für euch. Ja, ja. Danke, danke, danke. Wir kommen wieder. Aber nicht mit dem Alkohol ins Wasser. In diesem Sinne, es war wieder schön. Alles Gute. Madet Jod. Ja, und tja. Ja, super. Und Freibad macht jetzt auch zu. Ich bin nicht mal nass. Ja, ja, ich geh duschen heute. Scheiße. Ja. Gut Schiss. Ja, genau. Gut Schiss. Genau. Alter. Einen wunderschönen Sommer. Ab nach Hause. Das war der Rockhütten-Podcast. Folgt uns auf allen gängigen Plattformen und bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns per E-Mail unter podcast@rockhütte.com. Danke und bis zum nächsten Mal. Game over.